Frau Behrendt, wir sind heute in der Hittorfer Straße 266. Sie haben gerade Ihr neues Ladenlokal eröffnet, Drachennest bezeichnet. Können Sie sich kurz vorstellen, warum auch und den Laden kurz vorstellen? Ich habe vor 20 Jahren meinen eigenen kleinen Verlag gegründet, weil ich schon immer was mit Büchern machen wollte. Und bin jetzt total entzückt natürlich, dass sich das so entwickelt hat. Ich habe eigentlich erst im letzten Sommer so richtig losgelegt, weil dazwischen lief das halt immer neben Studium, Kinder großziehen, es war halt nebenher. Aber letzten Sommer habe ich halt gesagt, Mensch, nächstes Jahr sind 20 Jahre, jetzt entweder jetzt oder gar nicht. Und ja, wie man sieht, hat sich ganz viel entwickelt. Und ich habe als Schwerpunkt Fantasy-Literatur, habe aber auch Reisebücher im Programm, habe ein Buch Hütterhof geschrieben, den Spaziergang durch das alte Hütterhof, man eben auch viele alte Fotografien den neuen gegenüber stellen, wie es halt jetzt aussieht und früher ausgesehen hat, weil ich die Historie sehr spannend finde. Wir haben historische Romane, einfach mal gucken kommen auf der Webseite www.drachenmond.de, gibt es auch ganz viele Leseproben zu gucken. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mein absolut zauberhaftes Lesepublikum, die ja eigentlich mit viel Begeisterung das Ganze mittragen. Und was, glaube ich, hoffe ich, mich Bücher besonders macht, ist, dass sie sehr schön gestaltet sind. Ich mir immer, oder finde es sehr wichtig, dass halt nicht nur die Geschichte stimmt, sondern dass eben auch das Innenleben toll aussieht, dass man immer entsprechende individuelle Illustrationen dabei hat. Und ja, also ich glaube, man einfach schöne Bücher und habe das Gefühl, dass viele das auch schätzen und auch ganz toll finden. Und wir haben jetzt eben das Drachennest hier eröffnet. Das ist zum einen die Kokstation, das ist mein Lager hier, wo ich aber auch die Drachenpost packe. Das ist ein Überraschungspaket, wo man zum Beispiel sagen kann, ich möchte für den und den Betrag das und das lese ich gerne. Dann packe ich das entsprechend überraschungsmäßig zusammen. Und wer Lust hat, kann gerne einfach mal vorbeikommen. Wir sind meistens vormittags hier packen. Ansonsten einfach eine E-Mail schreiben, dann können wir dann auch einen Termin ausmachen. Das passt alles. Was muss ich mit dem Namen Drachen? Drachenpost, Drachenmond, Drachennest? Wie kam es zu dem Namen? Ich finde Drachen toll. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwann mal einer bei mir im Garten landet. Und ja, ich sage mal, wir haben hier die Drachenhöhle. Da wohnen wir quasi. Und das ist jetzt das Drachennest, wo die ganzen frischen Bücher darauf warten, zu schlüpfen und dann in die guten Regale fliegen zu dürfen, wo sie dann ausgeliefert werden an den Packdrachen. Und ja, deshalb das Drachennest. Vielen Dank. Danke.